Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Two Point Hospital. Krankenhausalter 1 Jahr 11 Monate. Wir werden in ein neues Krankenhaus ziehen und zwar mitten University. Die Heimat einiger der hellsten Köpfe im Two Point County. Es mag hier etwas kalt sein, ist aber der perfekte Ort, um neue Technologien zu entwickeln. Die Universität und Forschungsklinik mitten. Ah, das heißt, wir können jetzt selber Zeug entwickeln und müssen es nicht mehr irgendwie freispielen durch Sterne beispielsweise oder auf die Gnade von dieser Technik angewiesen sein, sondern wir können das einfach jetzt selbst erforschen. Sehr schön. Das läuft. So, Mitten University. Der Rektor der Mitten University ist von unseren Fortschritten beeindruckt. Man hat uns eingeladen, für die Mitten University ein Forschungs- und Ausbildungskrankenhaus aufzubauen. Das ist eine tolle Chance für uns. Wir können eine Forschungsabteilung aufbauen und neue Technologien entwickeln. Wir werden jedoch nur Medizinstudenten und Krankenpfleger einstellen können. Deshalb müssen wir für weitere Bildungsmöglichkeiten sorgen. Die Mitten University wird uns für jeden Mitarbeiter, den wir weiterbilden und jedes Forschungsprojekt, das wir abschließen, zusätzliche Mittel zukommen lassen. Zuallererst brauchen wir aber eine Forschungslizenz. Das Ministerium wird sie uns gewähren, wenn wir unsere technologische Kompetenz durch den Aufbau eines Krankenhauses mit einigen verbesserten Maschinen demonstrieren. In diesem Teil des Krankenhauses ist es sehr kalt. Wir sollten zusätzliche Heizkörper einbauen, damit die Leute im Krankenhaus es warm haben. Ah, okay, jetzt kommen so langsam die... Oh, cool, Alter. Heizkörper freigeschaltet. Okay. Ich bin schwer beeindruckt. Weil mit Hubschrauber... Landet eigentlich ein Hubschrauber? Das würde ich gerne mal sehen, ob tatsächlich Hubschrauber Patienten bringen. Ich glaube aber, ja. Sehr, sehr cool. Wir müssen uns die einzelnen Teile freischalten, aber wir haben prinzipiell können wir hier ohne Ende erforschen und so weiter und so fort. Also, wir sind jetzt in einem kalten Teil angekommen. Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich auch bei, ja, so gut wie überall Heizkörper installieren, damit das Krankenhaus schön warm wird. Das würde die Kosten natürlich in die Höhe treiben. Bin ich mal sehr gespannt. Temperatur. In einigen Teilen des Countys ist es sehr kalt, in anderen sehr heiß. Wir müssen dafür zu sorgen, dass sich die Patienten wohlfühlen, indem wir sicherstellen, dass es nicht zu warm oder nicht zu kalt ist. Patienten, die frieren oder schwitzen, werden irgendwann unzufrieden und verlassen früher oder später das Krankenhaus. In kalten Gegenden solltest du Heizkörper überall im Krankenhaus platzieren. In heißen Gegenden brauchen wir Klimaanlagen. Finde mit dem Temperaturschema heraus, wo sich die kalten und heißen Ecken des Krankenhauses befinden. Sorge dafür, dass überall im Krankenhaus Wohlfühltemperaturen herrschen, um unsere Temperaturkomfortwert zu optimieren. Okay, machen wir. So, wir haben 200.000. Wir haben hier den Haupteingang auf jeden Fall. Das heißt, wir werden hier erstmal eine wunderhübsche Aufnahme bauen, die wir mittlerweile erbauen können. Machen wir es denn in Aufnahme? So, das heißt, wir bauen hier uns eine Aufnahme zusammen. So, die erste Aufnahme, die ich übrigens baue, jetzt müssen wir mal gucken. Und zwar brauchen wir eine Klappe. Das ist die Tür praktisch. Die allerdings nur für die Mitarbeiter ist. Ich nehme mal an, dass alle anderen außen rumstehen können. Hoffe ich doch. Es wird eine gar fantastische Aufnahme werden. So, die bauen wir mal hier hinten ein. Okay, wir brauchen Aufnahmestation. Ich sollte vielleicht trotzdem noch ein bisschen weiter nach hinten. Ich bin noch unzufrieden. Wir bauen hier... Ja, abbrechen. Wir müssen hier ein bisschen weiter nach hinten setzen. Naja, nicht dies hier. Wir bauen ein Aufnahmezimmer. So, wir werden nämlich... Ich glaube, wir bauen hier mitten rein eine, oder? Komm, wir geizen nicht. Wir bauen die mitten rein und bauen dafür eine großartige. So, und zwar mit mehreren Aufnahmeplätzen. Guck mal, hier 3 Stück erstmal. Das muss erstmal reichen. So, Tonbandmaschine. Brauchen wir sowas? Anscheinend. Mini-Aktenschrank. Ach, cool. Oh, cool. Das ist ja geil. Moment. Das würde im Weg stehen. So, ein Abfalleimer, Süßigkeitsautomat. Die Pflanzen, die bauen wir woanders hin. Ach, cool. Heizkörper. Oh, jetzt müssen wir tatsächlich überall Heizkörper installieren. Ein Tonbandgerät. Komm, das stellen wir mal hier mit hin. So, Aufnahme der Stufe 2 haben wir erreicht. Okay, das wird nicht reichen. Wir werden definitiv, wie wir bringen so ein Tonbandgerät, auch nicht so viel. Nein, bleib da. Hilfe! Ich hätte gern. Nein, das, nein. Ja, so.
Das muss erstmal reichen. Die Aufnahme wird ein Mitarbeiterassistent benötigt. So, einstellen, Assistenten. Ach, guck mal hier. Kundenbetreuung, Kundenbetreuung. Das ist doch super. Lustig, motiviert, mehr Zeltas als Sekt. Erreiche die Krankenhausstufe 3. Aktuell Stufe 1. Installiere ein Upgrade. Ach, das ist ja einfach. Okay, das kriegen wir wohl hin. So, Aufnahme haben wir. Dann brauchen wir erstmal eine Arztpraxis, wo die Leute auch hingeschickt werden können. Das war schon mal falsch. So, Arztpraxis. Müssen wir mal gucken, wie wir es bauen tatsächlich. Ich würde, glaube ich, tatsächlich links und rechts bauen. Oder mal nur in die Mitte und links und rechts die Leute laufen lassen. Könnten wir theoretischerweise eigentlich auch. Das heißt so hier. 3, 3, 3. Und in den Gängen die Leute laufen lassen. Gucken wir mal schnell. Das wäre 1, 2, 3, 4. Ja, das heißt, wir brechen hier nochmal ab. Ich glaube, das bauen wir tatsächlich so. So, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Das Problem ist, wir können aber dann hier nichts mehr hinbauen. Nee, das ist eine doofe Idee, so verschwenden wir Platz ohne Ende mit Gängen. Wer braucht schon Gänge? Die Leute können jetzt zu uns hinkriechen, wenn es sein muss. So, ich würde trotzdem aber bei der Aufnahme zumindest etwas Platz lassen. So, 3x3. Wir beschränken uns erstmal auf so kleine Räumchen, würde ich sagen. So, das Ding bauen wir hier hin. Das können wir hier hin bauen. Aktenschränke haben hier Platz, prinzipiell. 1, 2, 3, 4. Eine Waage, immer gern gesehener Gast bei mir. Ein Feuerlöscher brauchen wir sowieso. Ah, wir müssen jetzt dran denken, dass wir Heizkörper überall hin installieren noch. Ganz unten. Können wir die eigentlich auch direkt unter... Geht das? Würde den Heizkörper gerne unter die... Oh ja, das geht. Unters Fenster eigentlich setzen wollen. Okay, das sieht kacke aus, aber wir sind leider dazu gezwungen, Heizkörper zu platzieren. Wir haben nicht wirklich eine Wahl. Ach, guck mal, dann stellen wir hier noch das hier davor. Prestigestufe 2. Und wir müssen definitiv, glaube ich, nochmal mehr mit Bildern tatsächlich auch arbeiten. Guck mal, wir können auch hier zwei nebeneinander setzen. Hier kommt noch ein Clown-Poster hin. Und hier haben wir noch so eins. Dann sind wir bei Prestigestufe 3. So, dann brauchen wir einen Arzt, die komplett alle unfähig sind. Das ist ja wunderhübsch. Unmotiviert, streitet gern, geborener Mentor, besitzt eine Armbrust, hält das Leben für eine romantische Komödie, arbeitet für einen Apfel und ein Ei. Ah, den mag ich. Okay, die können gar nichts, wir müssen die dringend wir müssen dringend weiterbilden. Wir werden eine Weiterbildung bauen müssen, 3x3. Und was bauen wir da hinten? Eine Toilette. Das ist doch mal eine gute Idee, du. Dahin bauen wir eine Toilette hin. Okay, vors Fenster. Ja, natürlich, vors Fenster. Wohin auch sonst? So, wir bauen erstmal die Weiterbildung. So, wir werden nicht so viele Plätze brauchen. Auch wenn wir trotzdem ein paar bauen können, tatsächlich. 4 Stück, das sollte reichen. Ein Aktenschrank. Halt, Aktenschrank kommt immer gut. Okay, hier kriegen wir keinen mehr reinplatziert. Wir kriegen eine Pflanze auf jeden Fall hier rein. Wir kriegen ein Fischbecken, das lenkt die Leute nur ab. Was wir Dinge allerdings dringend brauchen, ist ein Poster Anatomie. Weiterbildungstempo. Zwar nicht nur eins, sondern ganz, 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 ganz viele. Die Leute werden mit unserer Bildung erschlagen. So, Stufe 3, das haben wir. Sehr schön. Und dann können wir prinzipiell tatsächlich eigentlich schon mal fast Leute einstellen. Wir haben echt wenige, die überhaupt irgendwas können. Weiterbildungslehrgang. Erhöht Lern- und Lerntempo in einem Weiterbildungszimmer. Hausmeister. Ah, immerhin der hier kann Upgrades installieren. Hausmeister brauchen wir definitiv auch. Dann brauchen wir noch ein paar Snackautomaten oder allgemein ein paar Automaten beziehungsweise Zeitschriftenverkauf. Nicht erreichbar. Kriegen wir denn die hin? Oh ja, cool. Aber das sieht... Ah, die Tür. Die Tür ist mir dann ehrlich gesagt ein bisschen Dorn im Auge. Nee, das müssen wir anders bauen. Da nervt mich die Tür. Vor dem Weiterbildungszimmer brauchen wir zumindest keinen. Wir bauen hier Automaten ran.
Und zwar ein Snackautomat, Getränkeautomat. Hier noch ein Abfalleimer hin. Ist ein bisschen eng, aber gut, damit müssen die Leute leben. So, die eine oder andere Pflanze können wir direkt ans Eck bauen. Wichtig ist nur, dass ich das Eck richtig erwische. So, hier, hier und hier. Da haben wir schon mal den ersten grünen Fleck. Dann bauen wir hier noch einen hin. Und, ja komm, was soll's, hier bauen wir auch noch einen hin. Und hier können wir auch noch einen hinbauen. Sehr schön. Gut, dann lassen wir erstmal die ersten Leute kommen, glaube ich. So, Gang aus der Stufe 2 haben wir bereits. Stufe 3 brauchen wir. Dann können wir eigentlich schon mal Toilette weiterbauen. Und zwar hier stellt hinten war jetzt der Plan, eine Toilette hinzubauen. Einen Schmetterling vor, wie er im verträumten Rhythmus mit seinen farbenprächtigen Flügeln flattert. Ist schade, geht nicht. Okay, wir kriegen hier nur zwei Reihen. Und aber wir kriegen hier heute, das Waschbecken hin. Hier kriegen wir noch den. Steuererhöhung angekündigt. Okay, kriegen wir nicht. Kriegen wir auch nicht. Ja, dann müssen die leider zum Händetrocknen nach dahin gehen. Es tut mir gar leid. Wir kriegen tatsächlich nicht mehr rein. Okay, wir können noch ein Poster. Guck mal hier, so ein Clowns-Poster. Hier noch ein Rohrschacht-Poster. Stufe 2 haben wir zumindest reich bei der Toilette. Diesmal habe ich die Toilette zumindest nicht vergessen. Und da haben wir den Platz vor allem dahin optimal genutzt. Okay, wir brauchen Patienten. Auch durch ein Heli. Patienten? Hilfe! Patienten? Ah! Patienten! Meistens kommen sie mit dem Bus. Unser erster Patient! Brett Spargel! Und Spargel. Ah, guck mal, die sitzt jetzt natürlich genau auf falsche Seite, die gute Dame. Schläft die gerade? Hat die den ausgelacht? Doc Brown aufs Dach, bitte! Doc Brown aufs Dach! Aha! Zurück in die Zukunft, Witz! Ach, Mist! Diagnosebeschluss. Einer unserer Patienten, Brad Spargel, hat all unsere Diagnosezimmer abgeklappert. Wir sind uns mit der Diagnose aber nur zu 55% sicher. Wir können ihn bitten zu warten, bis weitere Diagnosezimmer verfügbar sind, das Risiko einer Behandlung eingehen oder ihn nach Hause schicken. Was möchten Sie tun? Patient bitten zu warten. Wir müssen bearbeiten. Das geht so nicht. Ich habe das Ding hier falsch rum platziert. Der Arzt sitzt immer mit dem Rücken zur Wand. Wo kommen wir denn sonst hier hin? So, okay. Weitere Diagnose benötigt. Wird noch 232 Sekunden warten. Kann ich den eigentlich nochmal zur Diagnose schicken? Blöde Frage. Zur Behandlung schicken. Apotheke. Apotheke benötigt. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. WC-Warzen. Patient, bitten zu warten. Stopp. Apotheke. Apotheke bauen wir. 1, 2, 3. Prinzipiell haben wir dann voll den riesen Mittelgun hier. So. So. Aktenschrank. Einen Heizkörper. Wir müssen uns auch mal gleich angucken, wo wir die Heizkörper überall hin platzieren müssen. Desinfektionsspender brauchen wir noch nicht. Wir werden wahrscheinlich auch später noch Seuchen bekommen und so weiter und so fort, können wir vorstellen, tatsächlich. Ein Feuerlöscher, trotzdem gerne gesehener Gast bei mir. Ah, guck mal hier. Können wir direkt nebeneinander bauen. Okay, das ist natürlich praktisch. Muss man sagen. Ein Fischbecken. Und Poster. Ein Rohrschachttest. Ah, das hier hinten bringt nichts. Guck mal, aber hier können wir eins hinmachen. Hier können wir noch ein Clown-Poster hinsetzen. Hier können wir noch so ein Foto hinsetzen. Und jetzt haben wir schon Stufe 3 erreicht. Sehr schön. Und wir brauchen einen Krankenpfleger. Haben wir auch nur Nichtsnutze. Dann nehmen wir natürlich den billigsten Nichtsnutz. Und setzen ihn hier rein. So, und wir sollen eine Upgrade installieren. Upgrade installieren kann tatsächlich eine von unseren 37 Tage, kann tatsächlich eine Hausmeisterin von uns. Dann machen wir das doch gleich mal. So, Krankenhaus Stufe 2. So, hier kommen die nächsten Patienten. Hier wird ein Upgrade installiert. Wir brauchen noch eine Bank zum Warten. Damit die Leute allgemein auch schon mal länger warten. Setzen wir schon mal hier hin.
Das ist Nigel Bickleberth. Auf Radio. Ah, wobei, hier könnte man fast noch irgendwie was anderes hinbauen in die Ecke. Sorgen Sie sich nicht mehr, meine treuen Hörerinnen und Hörer. Ihr Lieblingsmoderator Sir Nigel Bickleberth ist wieder auf Sendung. Ja, so machen wir's. So sehr ich diesen der Hölle entsprungen. Ja, wir brauchen dringend einen besseren in Diagnose. Ich kann Ihnen meinen Witz und meine Weisheit nicht vorenthalten. Ich nehme meine Verantwortung, Ihre einzige Quelle intellektueller Stimulation zu sein, wirklich sehr ernst. Jetzt aber einige Melodien, die dem sofortigen Vergessen anheimfallen werden. Wir haben nur Vollidioten leider da. Das ist das Problem. Wir müssen alles selbst weiterbilden. Wir haben keinen, der überhaupt irgendwas kann. Das heißt, wir müssen dringend auf jeden Fall eine Ärztin noch einstellen. Wir müssen dringend auf jeden Fall noch einen Krankenpfleger einstellen. Dann nehmen wir dann auch den billigsten. Und werden die erstmal weiterbilden müssen. Und zwar brauchen wir in Diagnose auf jeden Fall erstmal einen. Und da lassen wir einen externen kommen. Wir können 4 in Diagnose weiterbilden. Und wir werden alle erstmal weiterbilden müssen. Kurs starten. Kostet uns ein Heidengeld, aber wir müssen erstmal dringend Leute in Diagnose ausbilden, damit wir genug haben. Tatsächlich. So, die Leute müssen so lange warten. Das würde unserem Ruf nicht gut tun, tatsächlich am Anfang. Aber wenn wir die erstmal ein paar vernünftige Leute haben, läuft es natürlich insgesamt dann besser. Ist ja gerade tatsächlich. Oh, cool! Oh, tatsächlich mit Hubschrauber. Das ist der Ausbilder. Der darf mit Hubschrauber einfliegen. Was ist das denn für ein Ausbilder? Weil, was kostet er mich? Oh, das mit Hubschrauber ist mega cool. So, okay. Das wird hoffentlich nicht allzu lange dauern. Wir können die Leute immerhin aufnehmen. Ah, guck mal, hier warten schon 2. Was wir allerdings auch machen können, ist noch einen Krankenpfleger einstellen eigentlich. 4 Tage bis zur nächsten Bewerbung. Die werden wir noch abwarten. Und wir müssen dringend gleich mal gucken. Unsere Ärzte haben alle Diagnosemöglichkeiten ausgeschrieben. Ja, haben sie. Einstellen, einstellen. Die werden jetzt erstmal in Diagnose ausgebildet und so weiter und so fort. Das heißt, ich muss viel Ausbildung fahren. Ich brauche mehr Personal als Zimmer, damit ich ein paar ausbilden kann und bar was zu tun haben tatsächlich. Okay, folgendes. Wir müssen uns jetzt mal angucken, wie es mit der Hitze aussieht. Temperatur. Okay, hier geht's tatsächlich. Hier ist zu kalt überall. Wir brauchen mehr Heizkörper. Dringend. Okay, hier können wir keinen hinbauen. Ja, auch nicht. Da auch nicht. Okay, ich glaube, ich brauche tatsächlich leider tatsächlich größere Zimmer, so wie es aussieht. Guck mal, hier können wir einen hinbauen. Das passt soweit. Und ich muss tatsächlich in die Toiletten Heizkörper bauen. Okay. Strange. Okay, jeder kleine Raum braucht auf jeden Fall einen Heizkörper. Hier geht's. Und ich brauche hier dringend auch hier Heizkörper. Das heißt, der hier kommt weg und wird platziert hierhin. Und ich brauche hier einen Heizkörper. Ah ja. Okay, die strahlen aber... Ja, die strahlen Gott sei Dank relativ weit, muss man sagen. So, Heizkörper und Heizkörper. Okay, hier ist schon fast zu heiß. Heizkörper. Heizkörper. Okay, wir gehen natürlich jetzt wieder ein bisschen Platz dementsprechend verloren dadurch. Aber gut, so ist es. Aber wir haben es erstmal, was die Hitze angeht. Und dann die Leute müssen nicht mehr frieren. So, das hier sollte gleich weggehen, nämlich das Friersymbol. Sehr schön. Forschungslizenz. Wir haben es geschafft. Tolle Neuigkeiten. Das Gesundheitsministerium von Two Point hat uns gerade eine Forschungslizenz erteilt. Dadurch können wir in jedem unserer Krankenhäuser neue Maschinen upgraden und mehr erforschen. Um ein Forschungsprojekt zu starten, benötigen wir ein Forschungszimmer und einen Arzt mit Forschungsausbildung. Auch die Diagnose und Behandlung von Patienten kann zu unserer Forschung beitragen. Das Einfangen von Geistern kann sehr erleuchtend sein. Okay. Okay, okay, okay. 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 Kann ich ein... Forschung. Cool. Kostet uns aber mega viel Kohle. Okay, wir bilden jetzt erstmal unsere Leute fertig aus, bevor wir überhaupt irgendwas anderes machen. Ich habe nur noch 100.000. Ich würde das gerne erstmal in Bildung tatsächlich stecken. Aber wir können dann schon mal Diagnose... 4 Stück haben wir dann schon mal bei Diagnose. Ja, wir verlieren nämlich ja gerade mal... Ja, Behandlung mit C-Warzen fehlgeschlagen. Wir werden jetzt erstmal nämlich Ruf sonst einbüßen ohne Ende, solange wir kein kompetentes Personal haben.
Wir haben kein kompetentes Personal. Die machen sogar Scheiße im Unterricht. Das ist ja niedlich. So. Karriere erreicht. Bild 20 Mitarbeiter. Karriereziel erreicht. Bild 20 Mitarbeiter weiter. Sehr schön. Bild eine Arzt in. Also ein Sternekrankenhaus. Bild einen Arzt in Forschung aus. Schließe Farbtherapie-Forschungsprojekt ab. Heile einen Patienten in Farbtherapie. Okay. Ah, okay. Hat uns Zeug zukommen lassen. Weiterbildung abgeschlossen. Diagnose. Sehr schön. Jetzt brauchen wir noch Apotheke. Müssen wir als nächstes machen am besten. So, wenn die gegangen sind, kann ich... Ah, nee, ich kann hier schon weiterbilden. So, und zwar Apothekenverwaltung. Wir lassen wieder einen kommen. Wir haben nur eine, die wir ausbilden können. Das reicht mir erstmal. Kurz starten, dann wird das uns erstmal unsere Apothekerin auf jeden Fall. Okay, wir haben jetzt erstmal Leute für Diagnose auf jeden Fall. Dann haben wir Kardiologiestation, werden wir erst brauchen, wenn die Diagnose gesichert ist. Ein Pausezimmer werden wir noch brauchen. Guck mal, beispielsweise so ein Pausezimmer kann ich doch hin. Guck mal, hier kann beispielsweise ein Pausezimmer hin. Das muss nicht viel können, das Pausezimmer. Das kriegen wir hier schon irgendwie vollgeknallt. Ein Retro-Fernseher. Das Pausezimmer ist zwar jetzt wirklich zu... Also es wird zugeknallt wie sonst irgendwas anderes. Vor allem, ich will ja noch... Oder, was heißt ich will? Ich muss hier noch einen Flip-Automaten reinkriegen. Eine Heizung muss hier logischerweise halt auch rein. Aber die Heizung können wir schon mal auf jeden Fall hier hinbauen. Das wird eng ohne Ende. Aber wir kriegen das hin. Eine Jukebox. Kriegen sie auch noch. Stufe 2. Lungenkondensator, Grammophon, Heizkörper, puffiges Sofa, ein Spind. Hier bauen wir noch irgendwas anderes hin. Dreieckstisch, nö, ein Automaten, Süßigkeiten, ein Fischbecken. Zur allgemeinen Beruhigung. Und Poster. Poster helfen immer. Guck mal hier, Stufe 2. Das kann auch zweimal das gleiche Poster sein. Hauptsache es ist Stufe 3 in dem kleinen Räumchen hier. Sehr schön. So, dann einmal ganz kurz auf die Hilfszimmer-Map geguckt. Objekt. Dann brauchen wir einen weiteren Heizkörper. Wobei, ganz ehrlich, hochheben, der kommt hier hin. Das reicht. So, sehr schön. So, dann bilden wir uns jetzt erstmal eine Apothekerin aus. Das ist also das Problem oder die Schwierigkeit ist hier tatsächlich, damit wir alle ausbilden müssen erstmal. Also wir haben nur Vollpfosten. Wir müssen alles ausbilden. Ab und zu ist mal einer dabei, Instandhaltung beispielsweise. Müssen wir als nächstes machen, weil unsere Geräte auch gewartet werden müssen und unsere, ich glaube, die kann das nicht. Diagnosebeschluss. Patient bitten zu warten. Aber sie kann doch jetzt Diagnose, oder? Verbessere die Diagnosekompetenz. Zustand gelangweilt. Weitere Diagnose benötigt. Ach so, wir brauchen noch ein Dings. Wir haben eine allgemeine Diagnose eine Arztpraxis gebaut. Wir brauchen eine allgemeine Diagnose noch. Daran mangelt's. Ja, 3-3. Tür kommt. Ja, komm, die bauen wir hier hin. Wir bauen die allgemeine Diagnose. Hierhin. Dann brauchen wir einmal eine. Nee, da hier können wir besseres Zeug hinbauen. Hier können wir ja beispielsweise nämlich die Sprungkiste können wir hinbauen. Direkt aus dem Fenster raus am besten. So, einen Heizkörper, der kommt hier hin. Ein Fischbecken, das kommt dahin. Ein Hypnostab. Den können wir noch hier knallen. Clownsposter hier hin und Posterverleuchtung hier hin. Ein Foto kann hier noch hin. Und ein Foto kann hier noch hin. Und eine Pflanze kann hier auch noch hin. So, allgemeine Diagnose haben wir gebaut. Und wir brauchen noch einen weiteren Krankenpfleger. Können wir gleich noch einen einstellen. Ja, ich glaube nicht, dass der nächste... Wir gucken mal, was der nächste kann. 5 Tage. Aber ich glaube, die werden alle... Die können halt alle nichts. Die müssen erst alle weitergebildet werden. Ja, die müssen alle weitergebildet werden. Ist ein bisschen billiger tatsächlich, aber das war's auch schon. So.
Zirkusproblem. Eine Gruppe Clowns ist die wahnsinnig komische Flucht aus ihrem Zeltgefängnis gelungen, nachdem sie ihren Erdnusslieferanten bestochen hatten. Nun müssen sie behandelt werden. Sollen wir sie erfolgreich behandeln, winkt uns eine Belohnung. Wollen wir die Patienten behandeln für Zirkus? 75.000? Zirkus ist schweineteuer. Wir haben auch niemanden, der es behandeln kann. Nein, will ich nicht. Wir werden die Aufgabe auch ablehnen müssen. Wir werden erstmal die Apotheke hier weitermachen müssen. Ich würde fast tatsächlich fast ein zweites Ausbildungs... Ich bräuchte fast einen zweiten Ausbildungsraum. Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig. Bitte das Upgrade werden wir gleich machen. So. Nächste Diagnose. Achso, wir brauchen übrigens hier wieder eine Bank. So. Pflegeschüler. Verdiene 100.000. Ja, das wird auch... Wir können sie annehmen, aber ich glaube, das wird nichts. 100.000 wird jetzt schwierig, weil wir noch die Diagnose erstmal richtig stellen müssen, allen drum und dran. Und es wird schwierig. Ha, cool, hier wird geflippert. So, wir haben erstmal eine vernünftige Apothekerin. Diagnostik haben wir Gott sei Dank ein paar ausgebildet. Die hier rumturnt. Wieso behandelt die niemand? Volle Energie, glücklich, charmant. Zur Behandlung schicken. Ah! Die müsste denn nicht hier. Hä? Bin verwirrt. Bauchgefühl. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Schlechtes Bauchgefühl. Zur Behandlung in die Apotheke schicken. So, Apothekerin haben wir jetzt eine. Die das auch kann, dementsprechend. Okay, was brauchen wir noch? Spritzenverwaltung. Instandhaltung bräuchten wir. Und Geisterjägerei bräuchten wir auch. Ich würde aber erstmal verbessern die Behandlungskompetenz. Weitergebildet 0. Emotionale Intelligenz. Apotheke, Diagnostik, weitergebildet 4. Heißt das, wir können da... Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich habe 4 in der Weiterbildung, kann aber nur einen weiterbilden. Teilnehmer 1. Ach nee, die Teilnehmerzahl müsste relativ hoch sein. Emotionale Intelligenz können wir ausbilden. Motivation können wir ausbilden. Weiterbildung können wir ausbilden. Ich glaube allerdings, es wäre gut, wenn wir erstmal für Station ausbilden beispielsweise. Und zwar ihn hier. Kurs starten. Ich glaube, wir müssen tatsächlich noch mehr Leute einstellen. Verbessere die Apothekenkompetenz. Die kommt hier rein. So, Weiterbildung benötigt. Können wir weiterbilden. Brauchen wir aber nicht jetzt. Hausmeister befördern. Können wir im Moment nicht machen. Wir bilden gerade weiter. Ich bin überglücklich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass ich an der örtlichen Universität eine Vorlesung zum Thema Überheblichkeit halten werde. Insbesondere darüber, wie man es richtig macht. Was ist denn mit ihr hier? Vielleicht kann ich damit einen bescheidenen Beitrag vor allem, wieso geht hier keiner rein? Des Bildungsstandards aus hier. Unserer Gemeinde leisten. Wir upgraden erstmal den Easy Scan. Kommt die nächste und spielt hier rum, oder was? Wenn die Leute warten. Wieso wird bei der Diagnose niemand... Wieso wird hier nichts gestellt? Gut, jetzt nicht, weil ich gerade nachrepariere. Aber wieso hat die eine nur rumgeturnt? Ab und zu verstehe ich das Spiel nicht ganz. Was jetzt? Ach, jetzt macht die Hausmeisterin Pause. Ach, guck mal, jetzt geht jemand rein. Während die Pause macht. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Ah, geht doch. Ich hätte dieses Ding nicht einbauen sollen. So, Pflanzen benötigen Wasser. Okay, da ist die Diagnose fehlgeschlagen. Also wir werden jetzt erstmal einen beschissenen Ruf haben am Anfang. Gut, das war mir aber klar. Bilde einen Arzt in Forschung aus. Krankenhausstufe 4, 57.000. Kriegen wir wenigstens ein bisschen was diagnostiziert? Nur ein kleines bisschen was. Ah, guck mal hier, geheilt. 7.000, sehr schön. So, Diagnose. Die gute Dame. Ah, der nächste kommt rein, sehr schön. Okay, die tut auch endlich mal was.
Da läuft's wenigstens. So, die werde jetzt dementsprechend weitermachen. So, bald haben wir einen für Station. Ah, hier ist eine gestorben. Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Förderung. Befördern. Ah, die ersten Toten haben wir leider auch schon zu beklagen. Eingestellt. Wir werden eh einen zweiten brauchen. So. Okay, das Spiel hält sogar an. Forschung könnten wir ausbilden tatsächlich ein. Dann hätten wir das abgearbeitet. Aber ich würde tatsächlich, glaube ich, eher in Allgemeinmedizin, vielleicht Psychiatrie, eine Ärztin weiterbilden in Psychiatrie. Vielleicht werden wir eine brauchen. Kurs starten. So, Reporterbesuch. Okay, beeindrucke den VIP, das kriegen wir irgendwie gebacken. 55.000. Und hier wird gerade repariert. Den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Allgemeine Diagnose. Ja, weil wir gerade das Upgrade installieren, dafür wird es dann effizienter. Boah, wie lange dauert dieses Upgrade? Komm, mach fertig das Ding. Endlich, so. Easy Scan Stufe 2. Ja, wir haben es nicht geschafft, war mir klar. Disco-Fieber. Null im Krankenhaus. Behandlung Psychiatrie. Wir haben keine Psychiatrie im Krankenhaus. Das Problem ist, ich bilde gerade aus. Wir müssen auch da nochmal ablehnen. Das bringt nichts, wenn ich die reinkommen lasse, werden noch die... ich habe keine Psychiatrie, beziehungsweise ich habe auch niemanden, der Psychiatrie kann. Wir haben leider nur Vollpfosten tatsächlich. Jeden Tag stoßen Pointianer an heimtückischen Ecken an, die ihnen drauflegen. Lebenskraft rauben. Gönnen Sie allgemeine Diagnose, wo so eine bauen, wenn es so weitergeht. Ohne Ecken so, 7 behandelt. Lassen Sie so, sich Beförderung steht an. Der Kugel erfüllen. Die befördern wir. Und 32 Minuten schon. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das ist eine sehr lange Folge. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.